So, ich glaube, ich mache das mit der Zitadelle noch. Ah, geht über Fälle, das müssen wir noch machen. Ja, ich mache das jetzt mit der Zitadelle noch schnell. An diesem Part. Dann habe ich das hinter mir. Und beim nächsten Mal können wir dann direkt nach Noveria. Also bei meinen nächsten Aufnahmen nach Noveria aufbrechen. So. Ja, wieder oben. Kann sein, dass wir den Konrad jetzt wieder treffen. Ja, Citadel. Landen. Gut. Da werde ich aber auch gucken, dass ich relativ zielstrebig jetzt die ganzen Bereiche abklappere. Nehmen wir den Reds mit. Weil die Aufträge sind ja noch offen. Drei, vier Stück. Das heißt, die schließen wir jetzt ab und dann wäre der Rex ja dabei. So, nehmen wir noch mit. Die Liara war noch nicht auf der Citadel. Die anderen waren da alle schon. So. Also war noch nicht mit uns Innendruck dort. wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Gut. Ja, man könnte fast sagen, Home Sweet Home. Oh, Rear Admiral Mihailovic. Rear Admiral Mihailovic, 5. Flotte. Commander Shepard, SSV Normandy. Sie wissen nicht, wer ich bin, oder, Commander? Ich habe das Kommando über die 63. Speerflottille. Nach dem Testflug sollten Sie und die Normandy mir unterstehen. Dann streckte der Rat seine Hände. Klauen, Tentakeln, was auch immer. Sie streckten sie nach unserem Schiff aus. Und nach Ihnen. Ich diene immer noch der Allianz, Sir. Und als Spectre kann ich unsere Interessen beim Rat vorantreiben. Sie wissen aber schon noch, welche Farbe Ihr Blut hat, oder, Shepard? Ich missbillige die Entscheidung der Politiker nicht unbedingt, Sie dem Rat zuzuweisen. Es ist eine Chance. Ich missbillige allerdings dieses überladene Stück Blech. Die Normandy ist ein gutes Schiff, Sir. Bisher hat sie uns treue Dienste geleistet. Sie ist eine Spielerei, Commander. In einem Kampf um Leben und Tod ist sie nutzlos. Dieses Experiment hat unser Haushaltsbudget Milliarden gekostet. Für das gleiche Geld hätten wir einen schweren Kreuzer bekommen können. Aber nein, wir mussten ja nett zu den Turianern sein und ein Heidengeld für einen gemeinschaftlich erbauten Schrotthaufen rauswerfen. Ich bin wegen einer Inspektion hier, Commander. Die Normandy ist ein Kriegsschiff der Allianz. Ich erwarte, sie in Topform zu sehen. Wir würden uns geehrt fühlen, sie Ihnen zu zeigen, Admiral. Da bin ich mir sicher. Warten Sie hier, es wird nicht lange dauern. Commander, ich bin nicht besonders glücklich. Tut mir leid zu hören, Sir. Wer hat diese Operationszentrale entworfen? Den Commander Achtern von allen anderen zu platzieren, ist absolut ineffizient. Was passiert denn, wenn er etwas mit den Crewmitgliedern am Bug besprechen muss? Modifiziertes turianisches Design. Sie bevorzugen es, wenn Ihre Commander Ihre Untergebenen beaufsichtigen, statt in ihrer Mitte zu fungieren. Wir wollten abwarten, wie effektiv Sie mit einer solchen Anordnung kommandieren können. Durchaus nachvollziehbar. Aber das hätte man auch in einem Labor herausfinden können, statt auf einem Kriegsschiff in vorderster Linie. Ich habe mich sehr über Ihren Antriebskern gewundert. 120 Milliarden Credits Element Zero, nur um dieses Ding ungesehen in Bewegung zu setzen. Sie können sich sicher vorstellen, dass man mit dem Geld Antriebskerne für 12.000 Jäger hätte herstellen können.
Was für einen Sinn hat es überhaupt, sich für ein paar Stunden zu verstecken? Nutzlos. Wir können uns in ein feindliches System schleichen und den Verkehr beobachten. Oder Infiltrationsteams auf feindlichen Welten absetzen. Die Normandy ist um Längen effizienter als ein salarianisches STG. Vielleicht. Aber das sind auch nicht die Aufgaben eines Kriegsschiffs. Unsere Aufgabe ist es, die feindliche Flotte zu finden und zu eliminieren. Und nicht nachzuzählen, wie oft ihre Garnison ins Bad muss. Wir müssen auch über ihre Crew sprechen, Commander. Krogana? Azari? Turiana? Was denken Sie sich eigentlich, Commander? Sie können doch Aliens keinen freien Zugang zu Allianzausrüstungen gewähren. Wir haben neben Saren und den Geth noch genug Feinde da draußen. Wer anderen Spezies mit Argwohn und Misstrauen begegnet, gewinnt sicher keine Herzen für sich. Das würde voraussetzen, dass jene Herzen es wert sind, sie zu gewinnen. Das muss noch bewiesen werden. Haben Sie sonst noch was zu sagen, Commander? Eine andere Rechtfertigung für den Zustand dieses Schiffes vielleicht? Ich halte die Normandy für ein gutes Schiff, Sir. Selbst wenn Sie anderer Meinung sind, müssen Sie zugeben, dass Ihr gemeinschaftlicher Bau und die gemischtrassige Crew die Allianz besser aussehen lassen. Es ist Ihr Job, gut auszusehen, Commander. Die Allianzflotte hat Kriege zu gewinnen. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass die Normandy keine Verschwendung von Steuergeldern ist. Aber ich bin jetzt überzeugt, dass Sie das anders sehen und dass Sie sie bestmöglich einsetzen. Ich werde dem Militärstab des Rats einen Bericht schicken, der positiver ausfallen wird, als ich es geplant hatte. Gut gemacht, Commander Shepard. Wir sind stolz auf Sie. Wir haben jetzt allen Ernstes nur vorbildlich plus 2 bekommen. Wow. Das ist ein bisschen bitter. Mir hat es ein bisschen in den Finger gejuckt, auch was, wie nennt sich das? Moment. Abtrünniges zu wählen. Nach Jahren schlechter wirtschaftlicher Ergebnisse hat Exogeny verkündet, dass die Forschungskolonie auf Pheros nun endlich Gewinn macht. Neue Entdeckungen sowie entschlossene Kolonisierungsbemühungen haben sich für Exogeny endlich ausgezahlt. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von Exogeny und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Das ist doch schön. Ja, ich wollte was Abtrünniges eigentlich wählen, aber wie gesagt, ich habe halt Schiss, nicht auf meinen Wert zu kommen, den ich benötige. Commander Shepard? Ja, bitte? Kalisa bin Sinan al-Jilani, Westerland News. Würden Sie unseren Zuschauern ein paar Fragen beantworten? Was möchten Sie wissen? Sie haben die einmalige Gelegenheit erhalten, unsere Rasse zu repräsentieren. Die Leute würden gern wissen, wie Sie das machen. Die Menschen versuchen seit 26 Jahren, sich den Respekt der galaktischen Gemeinschaft zu verschaffen. Wie fühlen Sie sich vor diesem Hintergrund, der erste menschliche Spectre zu sein? Die Spectres repräsentieren das Beste jeder Spezies dieser Galaxis. Gefragt zu werden, ob man dazugehören möchte, ist eine Ehre. Einige Stimmen behaupten, dass die Zitadelle die Menschen mit ihrer Ernennung nur beschwichtigen wollte. Hat es Situationen gegeben, wo die Zitadelle von ihnen verlangte, ihre Bedürfnisse über die der Erde zu stellen? Der Rat kümmert sich um die Angelegenheiten der gesamten galaktischen Gemeinschaft und wir sind jetzt Teil dieser Gemeinschaft. Unsere Bedürfnisse stehen auf ihrer Agenda, aber wir sind auch nur eine Rasse von vielen. Sie glauben das wirklich, nicht wahr? Für Ihre Missionen haben Sie das Kommando über ein modernes Menschenschlachtschiff erhalten. Möchten Sie dazu etwas sagen? Eigentlich wurde die Normandy von menschlichen und turianischen Ingenieuren gemeinschaftlich entwickelt. Ihr Design vereint viele Innovationen, die aber leider alle streng geheim sind. Also haben die Turianer Kenntnisse über die Normandy, die vor der Allianz Öffentlichkeit geheim gehalten werden. Halten Sie es für angebracht, dass das modernste Schiff der Erde der Zitadelle übergeben wurde? Mir war nicht klar, dass sie jemandem übergeben wurde. Ich habe das Kommando und das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, war ich ein Mensch. Das gleiche gilt für meine Crew. Ein Mensch, richtig. Aber jetzt arbeiten Sie für die Zitadelle, Commander. Eine letzte Frage, Commander. Gerüchten in der Heimat zufolge sind Sie einem abtrünnigen Spectre namens Saren auf der Spur. Können Sie dazu einen Kommentar abgeben? Ah, die ist ein bisschen nervig, die Frau, ne? Na, können wir das. Saren war schuld am Angriff auf unsere Eden Prime Kolonie.
Sobald seine Verwicklung darin dem Rat bewiesen werden konnte, bekam ich den Befehl, ihn zu ergreifen. Das überrascht mich, Commander. Offiziellen Aussagen zufolge wurde Eden Prime von abtrünnigen Synthetischen angegriffen. Viel Glück bei Ihrer Mission. Vielen Dank für Ihre Zeit, Commander Shepard. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne. So. Wir können noch mal kurz zu dem... Ne, ich laufe gerade in die falsche Richtung. Alles egal, wir können trotzdem mal gucken, ob hier irgendwas Neues ist. Oder mache ich doch einen kleinen Rundgang durch die Citadel. Hier kann ich mit irgendjemandem sprechen. Hallo, Commander. Ja, okay. Celik. Vielleicht hat der irgendwas Neues? Schön, Sie zu sehen, Commander. Naja. Ah, komm mal, Rundgang. Werde ich jetzt zwar nicht mehr schaffen, der Aufnahme, weil ich nur noch diesen einen Part jetzt mache, aber... Aber kann ja sein, dass hier irgendwo noch neue Sachen sind, die ich vielleicht noch gar nicht kenne. Kann ja durchaus sein, dass ich irgendwas Neues entdecke jetzt. Ich glaube zwar nicht, dass sie irgendwas noch eingebaut haben in die Legendary Edition, was es vorher nicht gab, aber es kann ja sein, dass ich damals auch was übersehen habe, mehrere Male. Gut. Ja, dann gehen wir mal zu dem Spectre-Typ hier, der uns das gute Zeug zeigen will. Ne, die guten Sachen, sagt er, glaube ich. Hallo, ne? Commander. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Wie er das sagt. Ah, das sind hier diese HMWSR. Wie viel Geld? Ui, okay. Ah, ich will nicht verkaufen. Nein, jetzt muss ich von vorne anfangen. Scheiße. Gut, ich werde so viel verkaufen, das werde ich wahrscheinlich dann nach der Serial machen. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Rabatt... Ja gut, Rabatt kann ich noch rausholen durch... Dings, durch hier, ach, sag schnell. Die Vorbildlich-Punkte. Was kosten die Sachen hier? Ausrüstung für Spectres. Ach, ist egal, komm. Was warm haben wir. Ja. Okay. Sind wir top ausgerüstet. So, jetzt muss ich überlegen, wo wir jetzt hingehen. Wo ging es jetzt hier lang? Das steht hier leider nicht. Da müssen wir hier gucken. Oh, steht hier auch nicht. Krass. Ach hier, zum Präsidium. Ja, zum Präsidium. Allianzvertreter haben einen gefährlichen Kult, der vom früheren Allianzoffizier Major Kyle angeführt wurde, zerschlagen. Major Kyle ergab sich und ist nun wegen seiner ernsten posttraumatischen Stresssyndrome in Behandlung. Jo. So, zu den Botschaften. Also, zu Nasana. Immer schön gucken, ob irgendwas Neues ist. Hast du was Neues zu sagen? Kann ich noch etwas für Sie tun, Nein. Commander? Ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke, wünsche ich auch. Ist hier vielleicht noch irgendwas zu machen? Okay, die Tür ist abgesperrt. Ah, wir können mit Odina sprechen, glaube ich. Ich habe Ihren Bericht über Pharos gesehen. Wenn wir von dem Torianer gewusst hätten, hätte Exogeny nie die Erlaubnis erhalten, dort eine Kolonie zu gründen. Ein Glück, dass die Kolonie überlebt hat.
Wir können uns in der Traverse nicht zu viele Fehlschläge erlauben. Das ist eine unserer bedeutendsten Expansionsregionen. Ich allein habe den Turianer vernichtet. Sie habe ich da nirgendwo gesehen. Wir können nicht alle Helden sein und die Galaxis retten, Commander. Jeder dient der Menschheit auf seine Weise. Der interstellaren Politik kann man nicht entkommen. Sie gehört einfach dazu. Und das ist manchmal nicht sehr schön. Ignorieren Sie ihn einfach, Shepard. Der Botschafter ist manchmal ein wenig verbittert. Das gehört zum Job. Das war auch eine patzige Antwort von uns. Ja, Commander? Wie geht es Ihnen? Es geht so. So hatte ich mir mein Karriereende nicht vorgestellt. Dieser Papierkram geht mir auf die Nerven. Aber Sie sind der Einzige, der Saren aufhalten kann. Ich glaube an Sie, Shepard. Ja, das bedeutet, dass ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach. Einfach ins Wort gefallen, dem Captain. Oh, Captain, mein Captain. So. Und das ist doch hier mit den beiden Elkor und dem Wollus. Der Spekter des Erdenclans ist zurückgekehrt, um mit mir zu plaudern. Auf Wiedersehen, Botschafter. Ja. Ja, ja. Auf Wiedersehen, Erdling. So, was mit dir? Überrascht. Auf ein weiteres Mal willkommen, Menschen-Commander. Hilfsbereit. Auf Wiedersehen, Botschafter. Aufrichtig. Alles Gute, Menschen-Commander. Ich verlaufe den ganzen Botschafter ins Wort. Eine gelungene Zeit auf der Zitadelle. Danke. Ja, dann können wir jetzt auf jeden Fall noch mit Nasana sprechen. Wenn wir Glück haben, kommt jetzt noch die Rex-Trophäe. Weil der Garrot befand sich ja im Citadel-Turm. Und der Konrad ist ja in den Bezirken oder auf über den Märkten oder wie auch immer. Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Ein wirklich toller Ort. Freundlich begrüßend. Menschen-Commander, eine Freude, Sie zu treffen. Ich einfach so alle von der Seite so anlabere und die grüßen einfach freundlich. Ich gehe mal weiter. So, der Palin hat auch nichts Neues, darf ich annehmen. Also haben Sie es tatsächlich gemacht. Ich wusste, dass einer von Ihnen eines Tages zum Spectre ernannt würde. Ich kann nur hoffen, dass Sie mehr taugen als der andere, den Sie finden sollen. Ich werde hart daran arbeiten, Saren aufzuhalten. Genau das macht mir ja Sorgen. Kann ich etwas für Sie tun? Nee, jetzt nicht mehr. Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Das hast du jetzt verkackt. So, jetzt gehen wir hier in die nette Bar. Was für ein seltsamer Ort. Wenn nur ein paar mehr Menschen hier wären. Ach, das reicht schon, die Menschen hier sind. So, Nasana. Ist aber diesmal nicht so gut besucht, ne? So, hier ist ja nur der Keeper. Hallo, Commander. Was kann ich Ihnen anbieten? Was gibt es denn? Vor allem Informationen. Würden Sie gerne etwas über interessante Orte in der Nähe? Auf Wiedersehen. Bis dann, Commander. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. So, Nasana, jetzt erklär dich. Ich kenne Sie doch. Sie sind Commander Shepard, der menschliche Spectre. Kann ich was für Sie tun? Sie sind Nasana, nicht wahr? Ich bin auf Ihre Schwester Dahlia gestoßen und es ging nicht gut aus für Sie. Was? Wollen Sie sagen, dass Sie... Dahlia ist tot, Nasana. Und ich weiß, dass sie erpresst hat. Und ich war kurz davor, sie zu manipulieren und auf ihre Spur anzusetzen. Aber das wird jetzt nicht mehr nötig sein, oder? Sie wollten, dass ihre Schwester stirbt? Wenn man herausgefunden hätte, dass meine Schwester eine Kriminelle ist, wäre ich als Sicherheitsrisiko eingestuft worden. Bis zu ihrer Festnahme hätten sie mir meine Sicherheitsbescheinigung weggenommen oder mich in Zwangsurlaub geschickt. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich ihnen eine Kleinigkeit auf ihr Konto überweisen. Sie werden gewiss zufrieden sein. Sie sind eine aufstrebende Diplomatin. Es könnte für Sie irgendwann nützlich sein, dass Ihnen ein Spectre einen Gefallen schuldet. Sie haben recht. Credits kann jeder aufbringen. Aber ich bin die Einzige, die Sie autorisieren kann, Azari-Mod-Prototypen zu kaufen. Ich sorge dafür, dass Sie auf die Liste der bevorzugten Kunden unseres Herstellers kommen. Sie werden das, was er anzubieten hat, gewiss sehr interessant finden. Leben Sie wohl, Shepard.
Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Shepard. Bitte. So, okay, gut, dann haben wir das nämlich auch erledigt und wir haben tatsächlich die koganische Trophäe bekommen. Ja, das bedeutet, im nächsten Part gehen wir zu den Märkten, zu den Bezirken. Ne, Bezirk waren wir ja schon. Märkte, da werden wir den Konrad nochmal treffen, gehe ich von aus. Wir gehen in den Citadel-Turm, treffen den Garrot. Wir können nochmal ganz kurz ins Tagebuch schauen. Ja, mit Garrot sprechen, Citadel-Turm. Citadel-Turm, Kaoku, also die beiden Sachen können wir abschließen. Und den Konrad werden wir irgendwo treffen. Ja, und danach, wie gesagt, Noveria. Und das wird uns dann ja auch wieder ein paar Parts erstmal wieder dann beschäftigen. Kovaliov. Uiuiui. Also, die Waffe ist natürlich auch heftig. Da kann... Ja, okay. Die Waffen können übrigens auch, glaube ich, die anderen nicht nehmen. Was ja auch logisch ist. Mal kurz gucken. Doch, können die. Wow. Okay. Das war natürlich jetzt dumm. So. Ja, Sturmgewehr. Ja, okay. Also die Spectre-Waffen, das sehen wir schon. Die können einiges. Ja. Gut. Das werden wir dann nächstes Mal, wenn wir wieder in Action sind, dann auch erleben dürfen. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, vielen Dank für euer Interesse. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.